Ungeheuer guten Tag wünsche ich euch und willkommen zu einer Runde Hide and Seek. Ich bin ein Kohleblock und was noch lustig ist, wir haben in der Runde einen, der heißt Why Play Dena. Ja, auch cool. Den nimmt gerade für Why Play auf, obwohl es den Kanal gar nicht mehr gibt. So, ich habe heute zwei Themen, wie ihr wahrscheinlich in der Überschrift gesehen habt. Ich weiß nicht, ob ich das Video so genannt habe, keine Ahnung. Die mich etwas interessieren. Okay, hier kann man gar nicht durch. Wo versteckt man sich als Kohleblock am besten? Ja, hier, bei den ganzen anderen Kohleblöcken. Ja. Hier. Okay, ich stelle mich erst einfach mal hier hin. So. Okay. Ich habe zwei Themen, die gar nicht zusammenpassen, über die ich heute einfach reden wollte. Ich möchte generell öfters mal einfach so Gameplays machen, beziehungsweise wo ich irgendwas live spiele, wo ich halt auch über Themen rede oder vielleicht auch was im Voraus aufnehme, also ein Commentary, weil es meistens besser ist, über Themen dann zu reden. Ihr könnt ja mal gerne Vorschläge für das Format, also für den Namen vom Format reinschreiben. Ich möchte einfach öfters einfach über Themen reden, die mich momentan interessieren oder über die ich gerne sprechen möchte. Das sind zwei Themen erstmal, die gar nicht zusammenpassen, wie schon gesagt. Einmal ist es SpongeBob gegen Gio vom JFBW und einmal ist es die Zukunft von dem Kanal, was so meine Pläne sind und was euch hier 2015 erwarten wird. Ja, also fangen wir erstmal an mit dem JBB, SpongeBob gegen Gio. Vorab möchte ich sagen, ich finde Julians Blog sehr unsympathisch und mag ihn als Person nicht so gerne, finde aber seine Videos, die er macht, alle qualitativ gut und gucke eigentlich fast alles von Julians Blog, einfach weil ich finde es wirklich lustig. So. Zudem muss ich sagen, ich bin kein Rap-Experte, das heißt, alles, was ich hier sage, ist absolut nur meine eigene Meinung als Zuschauer des Ganzen und ja, sollte nicht als irgendwie die Meinung der Meinung betrachtet werden, dass irgendwie jetzt, was ich sage, das stimmt, sondern das ist einfach nur meine eigene subjektive Meinung. So, zu der ganzen Sache mit SpongeBob und Gio. Folgendes. Ihr habt wahrscheinlich das JBB entweder verfolgt oder nicht verfolgt. Ich fand es dieses Jahr ganz okay. Also es gab auf jeden Fall einige coole Runden. Es gab auch viele Runden, die ich total langweilig fand. Vor allem dieses Mini-JBB fand ich irgendwie total unnötig persönlich. Aber das konnte man halt noch gut machen, um da Zeit zu überbrücken am Ende. Aber das mal außen vor. Ich fand es dieses Jahr ganz okay. Das Finale jetzt quasi, Gio vs. SpongeBob oder das King-Finale, ist jetzt ja hochgeladen worden, die erste Runde bisher und ich fand beide Runden auf jeden Fall ganz cool. Ich fand Gios Runde am Anfang so halt, er hat erstmal selber so ein bisschen geblockt, dass er nicht so anfällig ist für Punchlines, das heißt, er hat sich erstmal selber runtergemacht mit den Standardsachen, die kommen. Er ist so hässlich, er kann nicht rappen sagen, was weiß ich, er kann das nicht und er ist klickgeil auf seinem Kanal und bla und bla und bla und so einen ganzen Kram. Fand ich jetzt ja eine ganz okay, Einleitung ist wenigstens mal was anderes. Und an sich der Text, den fand ich extrem lustig, habe ich gefeiert auf jeden Fall, weil er hat da quasi SpongeBob als SpongeBob gedisst und nicht als San Diego, sondern er hat halt quasi, ja, dass er halt eine Schnecke als Haustier hat und so einen ganzen Kram. Also er hat halt quasi auf die Zeichentrickserie SpongeBob hin gedisst. Und das auch relativ gut, wie ich finde. Allerdings habe ich mir danach dann das Battle von, also die Seite von SpongeBob angeguckt, habe dann erstmal gesehen, boah, was, über 30 Minuten? Dachte mir so, okay, krass. Hab's mir komplett angeguckt. Ich habe mir beide Songs genau einmal angeguckt. Ich zeig so zwei, weil ich beide meine, aber ich habe mir beide einmal angeguckt. Und nicht öfters. Und ich habe mir auch beide gerne einmal angeguckt. Also man konnte beide bis zum Ende hören, auch wenn die Runde von SpongeBob relativ lang war. Ich habe die komplett bis zum Ende durchgehört und ich fand die auch relativ kurzweilig, weil es immer, relativ viel zu erzählen gab. Worauf ich hier eigentlich meine Meinung zu sagen möchte, ist quasi dieser Rufmord, den SpongeBob da mit Gio macht. Es ist ja in einem Rap-Battle normal, dass man sich da auch manchmal mit Real Talk battelt oder auch manchmal Sachen sagt, die halt jetzt nicht unbedingt so wahr sind. Wenn man es halt gut verpackt, ist es trotzdem guter Real Talk. Das hat er bei dieser Jessica-Sache, falls ihr es gesehen habt. Er hat mich einfach nicht getroffen. Er hat einfach über mich drüber geschlagen. Nein, Und? Ich hatte schon wieder mich drüber geschlagen. Alter! Wie geil ist das denn? Okay. Nein, da kommt der Nächste. Er hat auch über mich drüber, ist auch über mich drüber gesprungen. Okay. Das hat er bei dieser Jessica-Sache richtig gut gemacht, weil er da das Argument von Gio aufgegriffen hat, dass er seine Ex-Freundin oder irgendwie so. Er kennt gar keine Jessica. Und da hat er so einen alten Song von ihm gefunden, wo er halt rappt, wo Gio gerappt hat, dass Jessica so sehr liebt und dass es für ihn die einzige ist und so weiter. Und das war echt richtig guter Real Talk sozusagen. Da hat er ihn quasi damit
richtig getroffen, meiner Meinung nach, weil es halt, also im Battle halt, weil es halt auch wirklich gut belegt war und ja, war. Oh, es sind nur noch 9 Sekunden. Und die finden mich nicht. Wie geil ist das denn? 5, 4, 3, 2, 1. Hallo, hier bin ich. Ich hab gewonnen. Ja, weil es damit gut belegt war. Das heißt, das ist auf jeden Fall eine super Sache, eine saubere Sache. Dann kam aber am Schluss noch was richtig Heftiges, nämlich, dann hat er so quasi hinter seiner Schattenwand so eine 15-jährige, sprechen lassen. Also im Video eine fiktiv 15-jährige. Kann auch sein, dass sie älter war oder jünger, was auch immer. Es ist halt alles im, ist halt alles innerhalb des Videos sozusagen so ausgelegt, dass sie halt 15 Jahre alt war. Und als Gio sie irgendwie kennengelernt hat, war sie 14 und die hatten scheinbar Sex. Und es ging von Gio aus und er hat es quasi so mit K.O.-Tropfen und so was auch immer gemacht. Also das war halt die Behauptung, die SpongeBob da in seinem Part gemacht hat. Und er beschuldigt Gio damit quasi, dass er ein Kinderschänder bzw. ein Pädophiler ist sozusagen. Ja? Also dass er gegen den Willen dieser 14-Jährigen mit ihr Sex hatte. Und an für sich ist das eine absolut legitime Sache, wenn man das aus Battle-Rap-Sicht sieht. Also es ist eine absolut legitime Sache, seinen Gegner halt richtig kaputt zu machen mit Real Talk. Allerdings muss ich sagen, das ist echt schon krass, weil das ist ich finde, das ist mit so die schlimmste Behauptung, die man aufstellen kann, dass so jemand pädophil ist, weil es ist halt echt menschenverachtend und unwürdig. Also generell haben pädophile Menschen halt einfach keinen Respekt verdient. Und das ist schon krass, dass er quasi dann mit so einem fetten Punkt kommt und dann auch noch so ein Mädchen aussagen lässt. Natürlich kann sich jetzt jeder logisch denkende Mensch weiß, ja okay, woher soll er die überhaupt gefunden haben und bla und bla und das ist alles nur einfach nur aus Battle-Rap-Sicht ja, Quatsch, ne? Also es ist halt einfach nur Gelaber, um halt die Runde stärker zu machen. Und ja, dadurch, dass er aber diese Jessica-Sache, dass Gio diese Jessica-Sache quasi vertuscht hat und das im Endeffekt bewiesen war durch den alten Track, kann man natürlich da die Glaubwürdigkeit von Gio in Frage stellen. Ich glaube trotzdem nicht, dass Gio da sowas Heftiges gemacht hat, das könnte ich mir nicht vorstellen. Und denke, das ist halt alles wie das letzte Jahr mit diesen ganzen Hitler-Sachen von SpongeBob ein bisschen alles erfunden halt, ne? Es war ja letztes Jahr schon so und es war auch dieses Jahr so, dass die Hauptargumente von SpongeBob halt einfach so Sachen sind, wo man eine Masse mit aufhetzt. Ja, Hitler und Minderjährige vergewaltigt und halt solche extremen Sachen, du bist ein Nazi und so einen ganzen Kram, ne? So, an sich, aus Battle-Rap-technischer Sicht gesehen, auf jeden Fall eine saustarke Runde. Die Sache ist nur, dass die Zuschauer von Julius Block halt, ja, vom Alter her sehr gemischt sind. Es sind wahrscheinlich auch Ältere dabei, aber der Hauptteil, weil es halt auch der Hauptteil von YouTube ist, sind halt Kiddies quasi, ne? So, und viele junge Menschen können vielleicht gar nicht so reflektiert darüber nachdenken, ob das jetzt wahr ist oder nicht. Und ich habe mir mal dann die Facebook-Seite aus Spaß von Gio angeguckt und da haben so viele Leute geschrieben, boah, geh ich ja hängen, du pädophiler Nazi und so. Das ist echt, echt richtig krass, also so richtig krass, was da abgeht, also viele Leute das ernst nehmen. Und natürlich, SpongeBob hat auch in einem Part gesagt, yo, jeder, der das Video von Gio liked, ist mein Feind, irgendwie so, ne? Das heißt, die ganzen, ich sag mal, einfach gestrickten Menschen denken jetzt, oh, nee, ich möchte lieber auf der coolen Seite sein von SpongeBob, dann dislike ich lieber Gios Video und dann bin ich so quasi der coole SpongeBob-Anhänger. Kann ich mir gut vorstellen, dass dadurch einige das gemacht haben. Es ist so, die Gio-Runde hat ultra viele Dislikes. Ich glaube, so viele Dislikes hat kaum ein Video im JBB. Und die SpongeBob-Runde kam richtig gut an. Hat relativ wenig Dislikes, kam richtig, richtig gut an. Und hat auch schon über 1 Million Klicks jetzt. Und das Video von Gio hat die Hälfte. Also daran sieht man auch, dass die meisten Leute sich nur das von SpongeBob geben. Weil die halt einfach diese Figur SpongeBob oder generell die Art, was er so macht, gut finden. Ich persönlich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde SpongeBob als Fantasiefigur ist eine ganz coole Sache. Aus dem Grund, weil er halt echt da was gemacht hat damals, das es halt so noch nicht gab. Und weil er auch ein relativ versierter Rapper ist. Also er ist halt drauf, kann man nicht anders sagen. Also er kann auf jeden Fall rappen und er hat auf jeden Fall auch ja, oh, shit, da ist hinter mir jemand.
Er hat es auf jeden Fall, wie gesagt, drauf. So. Gio ist auch auf gar keinen Fall ein schlechter Rapper, aber im Vergleich zu SpongeBob ist er halt nicht so, wie man, geübt oder vielleicht einfach nicht so, er hat nicht so viel Skill in der Richtung. Okay, der Typ kommt und er dachte, ich wäre da. Oh, dran vorbei. Oh, ich lebe noch. Deswegen muss ich ganz ehrlich sagen, oh, ich finde die Runde von SpongeBob persönlich auch besser. Ein wenig besser einfach, weil es echt sehr unterhaltsam auch ist. Aber ich denke mir aus der Sichtweise heraus, wenn SpongeBob jetzt kein Album machen würde, weil SpongeBob macht jetzt ein Album, das heißt ja Plankton Weed und es gibt es ja bald zu kaufen und so und auf Amazon und auf Media, bei Media Markt und Saturn und überall. Oh shit, da kommt einer von der Seite. Da denke ich einfach, opala, da sind überall Leute. Ich denke einfach, dass wenn er jetzt nicht so eine Album-Promo machen würde, hätte er eine viel kleinere Runde rausgehauen. Also es ist einfach quasi, die ganze Battle-Rap-Runde von SpongeBob ist einfach nur, ja, Promo-Phase für sein Album, was ja auch gut geklappt hat, denke ich mal. Viele Leute haben jetzt dadurch gesehen, boah, krass, der hat den richtig zerstört, ich kaufe mir sein Album, bla bla. Ist ja absolut legitim. Aber ich denke, man sollte da immer, also, ja, nicht unbedingt direkt alles glauben, was in so einem Battle-Rap passiert. Also viele Leute wissen wahrscheinlich gar nicht, dass es einfach das Ziel ist, den anderen zu zerstören. Nicht quasi... Oh, und nicht quasi so ernstzunehmend ist. Oh, jetzt... Okay, der sieht mich nicht. Ich gehe dann vorbei. Ja, und deswegen, meine Meinung dazu ist, beide Raps waren gut. SpongeBob war auf jeden Fall meiner Meinung nach stärker und unterhaltsamer, aber... Man glaubt nicht alles, was da irgendwie gesagt wird. Das kann ich mir nicht vorstellen. Und es ist halt einfach auch Unterhaltung, ne? Das ist halt die Sache. Und auf jeden Fall eine starke Album-Promo von SpongeBob für sein Album. Ja. Wow! Nein, er hat mich... Wow, ich lebe noch. Er hat mich doch nicht. Noch 9 Sekunden. Okay, das schaffe ich vielleicht sogar noch. Noch ein Treffer und ich bin tot. 7 Sekunden noch. Ja, lol. Ich schaffe das sogar. Und ich bin die ganze Zeit um die Map gelaufen. 3. Ich habe es geschafft. Unglaublich. Naja, okay, damit ist das Thema abgehandelt. Ich wollte eigentlich gar nicht so lange über das Thema reden, sondern eigentlich noch was über den Kanal. Aber ich sage es euch ganz kurz am Ende. Ich erzähle noch in einem anderen Video ein bisschen mehr darüber. Was ich vorhabe, ist einfach jetzt Anfang des Jahres, also in ein paar Tagen, wird es mit denen eine neue Serie geben, so ähnlich wie Neuland. Nur wird es eine bisschen andere Serie. Ihr seid darauf gespannt, es wird echt cool, wir haben uns da viele Gedanken zugemacht. Das heißt, es wird auf jeden Fall wieder ein Let's Play zusammen mit denen ergeben. Dann ist mein Plan allgemein, habe ich ja schon mal gesagt, jeden Tag einen Vlog mindestens zu machen und ein Gaming-Video. Aber im Fall, wenn die Serie läuft, sind es wahrscheinlich 2 Gaming-Videos und ein Vlog. Also immer jeden Tag ein Minecraft-Video, ein Real-Life-Video und ein Gaming-Video von einem anderen Spiel. Also mal Counter-Strike, mal Super Smash Bros., mal was anderes. Also immer so ein bisschen gemischt. Also es wird halt... Mein Ziel ist es, jeden Tag ein Minecraft-Video zu machen, weil ich finde, aus dem Spiel kann man halt die besten, meiner Meinung nach, die besten Serien machen, die flexibelsten, vor allem ist es halt immer was anderes, so meiner Meinung nach. Deswegen finde ich, Minecraft ist immer so etwas, weil ich jeden Tag zocken kann. So, und deswegen Minecraft jeden Tag eine Folge, ein anderes Spiel zusätzlich als zweites Video und ein Real-Life-Video dann nochmal zum Abschluss von jedem Tag. So, das ist das Ziel. Es wird auf jeden Fall, viele haben nachgefragt, es wird auf jeden Fall eine Serie geben mit Dena und es wird viele andere coole Serie noch in 2015 geben, seid mal darauf gespannt. Und ja, das waren so die Sachen, die ich sagen wollte. Also hauptsächlich wollte ich über das Thema SpongeBob und Gio reden. Aber ich hab's mir auch angeguckt, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab's mir Peter zusammen angeguckt und Peter und ich haben auch so gesagt, boah, der hat den übelst zerstört. Also es ist halt einfach eine wirkliche Zerstörung, aber nach dem Battle sollte sowas eigentlich wieder sozusagen vorbei sein. Aber dadurch, dass er wirklich diese Sachen mit Kinderschänder und Nazi und so macht, ist es halt richtig krass, dass halt so viele junge Menschen das dann so direkt annehmen und dann auch wirklich dann so schreiben, yo, du bist ein Kinderschänder und so, das ist krass. Also tut mir echt der Gio in der Hinsicht leid, dass der halt genau jetzt gegen SpongeBob battelt, wo seine Album-Promo ist. Das ist eine harte Sache. Naja, ihr könnt ja mal schreiben, was ihr von der ganzen Sache vom JBB haltet und ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr das JBB überhaupt geguckt habt oder ob ihr euch dafür gar nicht interessiert, was ihr von dem ganzen Battle haltet, ob ihr es ähnlich seht. Und dann würde ich einfach sagen, haut rein, wir sehen uns morgen, heute Abend beim Müller-Video. Ich habe gestern leider keins mehr geschafft. Also momentan, wie gesagt, ich habe vor, diese 3 Videos jeden Tag zu machen. Momentan ist es noch echt heftig. Ja, es kommt ja noch auf Ungespielt Varo jeden Tag und es ist nochmal zusätzlich Stress. Aber ich werde in diesen Rhythmus reinkommen. Haut rein, ciao Leute.